Geehrte Geschwister, der Mensch ist dazu geneigt, dass er immer in die Zukunft blickt und schaut, was ist mein Ziel als nächstes? Was möchte ich als nächstes erreichen? Und der Mensch kommt in eine Lage, dass man zu ihm sagt, jetzt bist du in einem neuen Kapitel, in einem neuen Jahr. Ein neues Buch macht sich für dich auf und der Mensch fängt an zu zählen. Was werde ich in diesem Jahr erreichen? Was werde ich als nächstes erreichen? Doch er vergisst eine Tatsache dabei. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Er läuft auf einen Tag zu, wo weder Haus, wo weder Geld, wo weder Gold noch Silber, weder Familie, nichts gültig ist. Nur eine Sache zählt, إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Es zählt nur, wer kommt zu Allah mit einem reinen Herzen. Das ist das, was zählt. Das heißt, das ist normal in der Futra, dass der Mensch jetzt Ziele macht. Sagt, okay, ich habe so und so viele Jahre hinter mir, so viele Jahre stehen vor mir, ich will gewisse Ziele haben. Aber das Wichtigste, wenn man diese Ziele macht, ist vor Augen zu halten, was bereite ich vor für den jüngsten Tag. Entsprechen meine Ziele dem Wunsch von Allah? Denn der Mensch denkt, Reichtum ist nur das, was ich auf mir trage. Und das, was glänzt, Perlen, Gold, Silber. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Leysa l-ghina, es ist kein Reichtum an kathrat al-arat. Yani arat meta'u dunya. Es liegt kein Reichtum in dem, viel zu besitzen von der Dunya. Es ist kein Reichtum, wenn du 10 Häuser hast. Es ist kein Reichtum, wenn du 10 Autos hast. Es ist kein Reichtum, wenn du eine riesengroße Familie hast. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, walakinnal ghina, Reichtum ist erst ghina nafs, wenn man in sich Reichtum trägt. Subhanallah. Wenn man in sich Reichtum trägt. Was heißt das? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam definiert das Wort Reichtum nicht so, wie der Duden das definiert. Eine Definition aus dem Islam. Das heißt, wenn du jemanden siehst, du gibst ihm. Dann gibt dir Allah das Zehnfache. Du hattest 10 Euro in der Tasche und hast 1 Euro gegeben. Du hast Ziele, du arbeitest, du ackerst, Allah gibt dir mehr. Du teilst, nun hast du 20 Euro. Bist du immer noch gleich, hast du das gleiche Reichtum in dir, dass du aus diesen 1 Euro 2 Euro machst. Im Verhältnis. Oder sagst du, okay, ich habe immer 1 Euro gegeben, jetzt habe ich 20, jetzt habe ich 30, jetzt habe ich 40, ich bleibe bei diesem Euro. Das heißt, es gibt Menschen, mit dem Reichtum der Dunya werden sie in sich ärmer. Werden sie in sich ärmer. Ihr Geben wird weniger. Sie geben die gleiche Summe, aber nicht das gleiche Verhältnis. Sie werden immer ärmer in sich. Deswegen, es ist gut und erforderlich, dass jeder große Ziele hat. Warum? Wir reden darüber, dass wir, wenn irgendwas passiert, wenn unsere Geschwister leiden, dann sagen wir, wir boykottieren diese Marke. Das ist kurzfristig die richtigste Entscheidung. Aber langfristig brauchen wir Alternativen. Und wer soll diese Alternativen geben? Muslime, die arbeiten, die sich bilden, Alternativen darstellen. Deswegen, wenn wir ein Ziel setzen, das erste Ziel Bildung. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Allah hat, der erste Vers, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben worden ist, ist Iqra. Lies. Bevor du irgendwas liest, lies erst den Koran. Und lese alles andere im Bilde des Korans. Damit du nicht von denjenigen bist, die in sich ärmer werden, während sie an Reichtum der Dunya gewinnen. Das heißt, Bildung ist A und O. Langfristig gesehen brauchen wir gebildete Menschen, die ihre Zeit investieren für Bildung, die schauen, die lesen, aber das Lesen sie nicht in die falsche Richtung entwickelt. Warum? اقرأ باسم ربك الذي خلق. Er hat gelesen, mit wessen Namen? Mit dem Namen Allahs, der ihn erschaffen hat. Er weiß, jemand steht über mir. Jemand ist mächtiger als ich. Und jemand ist der Grund, warum ich hier bin. Er خلق الإنسان من علق. Er hat den Menschen von einer kleinen Feuchtigkeit, von etwas, was im Bauch der Mutter war, wie eine Kugel, ein Fleischklumpen, von sowas bist du gekommen, du warst nichts.
Yani du liest, du entwickelst dich und du bist immer dankend und lobend gegenüber Allah. Und das brauchen wir. Das ist der Beginn, dass man das als erstes Ziel hat. Eigentlich in der Kultur des Islams, manche von euch kommen aus arabischen Ländern, früher in Syrien, heute in der Türkei ist immer noch gleich, jeden Tag werden die Menschen zum Islam unterrichtet. Jeden Tag kann man in eine Moschee gehen und Unterrichte zuhören. Deswegen ist es wichtig, wenn nicht jeden Tag, einmal in der Woche, dass man solche Zirkel hat, wo man den Islam lernt. Und wenn man es schon weiß, sich erinnert, weil der Mensch ist vergesslich. Der Mensch vergisst, dass man solche Sachen hat, wo man sich immer wieder erinnert, für was man auf der Dunya ist. Und wenn man liest und sich Ziele macht und arbeitet, dann gibt es einige Kriterien, die man niemals außer Acht lassen darf. Warum? Wir werden arbeiten. Doch jeder arbeitet, ob Muslim oder nicht Muslim. Allah sagt, wujuhun yawma idhin khashi'ah. Es werden Gesichter kommen am jüngsten Tag, Angst, Schrecken, wissen nicht wohin, links, rechts, voller Demütigung, sie wurden gedemütigt, krank. Aber was für Menschen? Amilatun nasibah. Sie haben gearbeitet. Das waren Arbeiter. Sie haben gearbeitet, aber für was? Sie haben gearbeitet, wurden immer ärmer in ihrer Seele. Sie haben gearbeitet, haben Allah vergessen. Was bringt dir deine Arbeit, wenn du Allah vergisst? Sie haben Allah vergessen, aber sie haben gearbeitet und sie wurden müde. Taslan nara. Nun, wohin gehen sie? Ins Feuer. Hamir, es lodert. Wohin hat seine Arbeit ihn gebracht? Wohin haben seine Ziele ihn gebracht? Es hat ihn ins Feuer gebracht. Aber andere Gesichter, wujuhun yawma idhin na'imah, Freude. Alhamdulillah, ich bin gestorben. Alhamdulillah, der jüngste Tag ist gekommen. Voller Freude und Gaben Allahs, links, rechts, nur gute Menschen, auf dem richtigen Weg. Warum? Lisa'iha radiyah. Er hat auch gearbeitet. Er hat auch gearbeitet, aber sein Fokus war bei seiner Arbeit, ist Allah mit mir zufrieden. Er war auch erfolgreich, aber er hat Allah nicht vergessen. Er hat auch geackert, auch geschwitzt, aber er wurde nicht in sich ärmer. Das ist wichtig. Fi jannatin aliyah. Er hat gearbeitet. Er wollte den Wohlgefallen Allahs. Er hat den Wohlgefallen Allahs bekommen. Auf der Erde hatte Allah, der Al-A'la ist, der Höchste ist, gepriesen und Allah hat ihn zu den höchsten Stufen im Paradies gebracht. Beide haben gearbeitet, aber mit anderen Intentionen, mit anderen Absichten. Der eine hat sich in eine Richtung entwickelt, der andere in die andere Richtung. Deswegen sehr, sehr wichtig, dass wir immer wieder schauen, ja, wir machen Pläne, wir haben Hoffnungen für die Zukunft, aber wie strukturiert ist mein Leben? Wie denke ich? Denke ich wie ein Muslim oder denke ich wie ein Fasik? Denke ich wie jemand, der Allah vergisst oder einer, der Allah begehrt? Deswegen gibt es einige Eigenschaften, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder auch im Koran uns vorkommen. Beispiel, eine Eigenschaft, die jeder von uns kennt. Wir sagen alle, nahnu muslimun, wir sind Muslime. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam definiert das Wort Muslim sehr schön. Er sagt, al-Muslim, man salima an-nas min lisanihi wa yadihi. Ein Muslim ist jemand, vor dessen Zunge und Hand man sicher ist. Sicher. Das heißt, bei diesem Bruder niemals er lügt. Meine Ohren haben gelogen, aber nicht seine Worte. So ist ein Muslim. Seine Worte lügen nicht. Er spricht nur die Wahrheit. Seine Hand, gebe ihm dein ganzes Vermögen, du bekommst es auf den Cent zurück. Da ist keine Gefahr. Kein Scheitan kann ihn dazu bringen, dieses Geld zu nehmen für sich. Kein Scheitan bringt ihn dazu zum Lügen. Vor seiner Zunge bist du sicher. Wenn du nicht da bist, er verteidigt dich. Wenn du nicht da bist, er verteidigt dich. Wenn du abwesend bist, du brauchst dir keine Gedanken machen. Er würde nie ein Wort schlecht über dich verlieren. Er würde kein schlechtes Wort über dich verlieren. Da muss jeder fragen, sich als Ziel setzen, passe ich hier rein? Passe ich in dieses Bild rein? Bin ich so jemand, dass die Menschen vor mir sicher sind?
Man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Sind die Menschen von meiner Zunge sicher? Ist meine Zunge wahrhaftig? Bin ich ehrlich, wenn ich sage la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Bin ich ehrlich, wenn ich sage, ich kenne keinen Gott außer Allah? Und dann schaue ich, wie das Geld auf mich zukommt, wie die Frauen auf mich zukommen, wie meine Hawa, meine Gelüste auf mich zukommen. Dann schaue ich, wer ist mein Gott? Geld, Gelüste, Frauen, Ruhm, was? Oder Allah? Muhammadur Rasulullah. Bin ich so, dass ich stolz sagen kann, ich gehöre zu der Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Oder gehöre ich, laufe ich anderen Vorbildern hinterher? Das muss jeder sich selber fragen. Das ist etwas. Aber wenn du ehrlich bist, das ist der Beginn. Inna sidqa yahdi ila al-birr. Wenn du ehrlich bist, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist dein Weg zum Guten. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Und diese Güte, die du mit deiner Ehrlichkeit gewinnst in der Dunya, wird dich in das Paradies bringen. Das wird dich in das Paradies bringen. Danach, ja, ayyuhal ladhina amanu, lesen wir im Koran. O Mu'minun, o Gläubige. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu den Sahaba, man al-mu'min, wer ist ein Mu'min? Man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim. Ein Mu'min definiert der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn die Menschen mit ihrem Vermögen und mit ihrem Leben bei dir sicher sind. Morgen klopft er an deine Tür, du machst ihm die Tür auf. Mein Haus ist dein Haus. So ist er. Er teilt. Die Menschen haben keine Angst vor ihm. Yani, was möchte ich damit sagen? Ein Muslim ist nicht jemand, der am Bahnhof steht und die Leute böse anschaut. Ein Mu'min. Passt nicht. Disqualifiziert. Disqualifiziert aus diesem Begriff. Ein Mu'min ist nicht jemand, der mit seinen Freunden sich zusammentut und den anderen schlägt. Und dann sagt, schau mal, wie stark wir sind. Disqualifiziert. Ein Mu'min ist der, der schlichtet. Ein Mu'min ist der, wenn man sagt, wenn er da ist, dann sicher, heute gibt es keinen Streit. Wenn der da ist, heute gibt es keine Probleme. Das ist ein Mu'min. Ein Mu'min, wenn du zu ihm einkaufen gehst, sicher, er betrügt nicht. Man rasha falaysa minna, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Betrüger sind nicht von uns. Wer betrügt, falaysa minna, soll sich nicht zu mir zählen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ein Mu'min betrügt nicht. Er ist ehrlich in seinem Handel. Wenn er weiß, ich verkaufe dieses Auto, da ist das, er sagt das. Warum? Er ist kein Betrüger. Er ist kein Lügner. Das sind Sachen, die passen nicht zu einem Muslim. Er schaut, er setzt sich Ziele und schaut, hey, kann es sein, dass der Armut in mich gekommen ist, damit ich mehr Geld verdiene, lüge ich und disqualifiziere mich aus der Umma des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Nein, macht er nicht. Er hat Angst. Er will dem Bild als Mu'min treu sein. Er betrügt nicht, in der Schule nicht, bei der Arbeit nicht. Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Das ist oberstes Gebot. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah hat euch in jeder Angelegenheit, wenn du Schüler bist, Schüler, wenn du Arbeiter bist, Arbeiter, wenn du Vater bist, Vater, wenn du Imam bist, Imam, egal was, in jeder Angelegenheit macht deine Arbeit sauber. Auf die beste Art und Weise. So schaue ich in mein Bild. Komme ich diesem Bild treu? Danach, wir wissen, wer Al-Muhajirun. Menschen, die alles aufgeben und für Allah auswandern. Vielleicht kann der ein oder andere das nicht machen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam definiert es. Man al-Muhajir. Wer ist ein Muhajir? Man hajar al-khataya wal-dhunub. Wer seine Fehler und Sünden verlässt, das ist ein Auswanderer. Er wandert aus den Fehlern, wohin? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Er eilt zum Befehl Allahs. Allah sagt im Koran, beeilt euch! إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Zu der Vergebung deines Herrn. Allahu Akbar. Allah ist bereit, dir zu vergeben. Egal was. Aber, sari'u, beeil dich. Weil du weißt nicht, ob der Morgen kommt. Du lebst, gestern ist vorbei, morgen ist vielleicht, heute bist du da.
Beeil dich zu der Vergebung deines Herrn. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, At-ta'ibu, jemand, der Reue zeigt gegenüber Allah, ist was? At-ta'ibu min al-dhanbi. Er zeigt Reue von seiner Sünde. Kaman la dhanba lah. Ist wie jemand, der nie eine Sünde hatte. Allahu Akbar. Jemand, der gesagt hat, oh Allah, vergebe mir diese Sünde. Und er bereut es tief vom Herzen. Und er wiederholt es nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, er hatte nie eine Sünde. Allahu Akbar. Deswegen beeil dich. Weil wenn du stirbst ohne die Reue, gibt es keine Vergebung. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Und beeil dich, denn auf dich wartet ein Paradies, das so weit ist wie alle Himmel und die Erde. Du hast gearbeitet für 10 Häuser auf dieser Erde. Allah sagt, das Paradies ist weiter als alle Himmel und die Erde. Gegen was tauschst du ein? Was tauschst du ein? Tauschst du etwas Kleines gegen etwas Großes? Aber dieses Paradies, das so groß ist und so viel Platz hat, ist nicht für jeden. Uiddat lil muttaqin, ist für die, die sich schützen vor den Sünden. Nicht für jeden. Da darf nicht jeder rein. In der Dunya darf jeder rein. Heute, du hast auf jede Art und Weise Möglichkeiten. Geh zur Bank, sie geben dir Geld. Lauf rein, wohin du willst. Aber das Paradies bezahlt man nicht mit Geld. Das zahlt man mit Iman und rechtschaffenen Taten. Und für sie, die sich geschützt haben, عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, ist dieses Paradies vorbereitet. So reise aus den Sünden. Dein oberstes Ziel, weg von jedem Fehler. Und als letzte Eigenschaft, Al-Mujahid, die höchste Stufe im Islam, ein Kämpfer. Aber was für ein Kämpfer? Man jahada nafsahu fi ta'atillah. Der gegen seine Gelüste, gegen seinen inneren Schweinehund, gegen den Teufel, der ihm einflüstert, auf der Gehorsamkeit Allahs kämpft. Er kämpft, er ist in einem Kampf. Morgens, der Shaitan sagt, schlaf tief, gemütlich aus. Und Allah ruft dich, hayya ala salat. Und er sagt, as-salatu khayrun min an-nawm. Das Gebet, hörst du nicht, ist besser als der Schlaf. Aber du verlässt es. Du verlässt es, du hast den Kampf verloren. Du brauchst nicht auf den Kriegsfeld gehen mit dem Feind. Du hast den Kampf in deinem Schlafzimmer verloren. Und du hast in deinem Kinderzimmer verloren und in deinem Wohnzimmer verloren. Dann bist du in der Schule. Du lebst in Europa, hier laufen sie, wie sie wollen. Und deine Blicke verlieren. Du brauchst nicht mit dem Feind kämpfen. Du hast gegen deine Blicke verloren. Du hast in der Schule verloren. Du bist bei der Arbeit, du hast betrogen. Du hast bei der Arbeit verloren. Man braucht nicht so weit weggehen. Du hast bereits verloren. Aber der Mujahid, er kämpft. Er kämpft auf dem Wege Allahs, dass er Allah gehorsam ist. Kein Blick geht daneben. Jeder trifft auf den Boden, da wo er hingehört. Kein Handel ist mit Betrug, weil er weiß was. Ja, eyyuhan nas, o Menschen. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Allah hat zu ihm gesagt, isst von dem, was auf der Erde halal, euch erlaubt ist, tayyiban und rein ist. Isst davon. Wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Und folgt nicht den Fußstapfen des Shaitan. Warum? Er hat zu deinem Vater Adam a.s. gerufen. Alles war erlaubt außer das. Und hat er gerufen, nimm das. Lass nicht deine Seele das rufen, was Allah verboten hat. Nicht Alkohol, nicht halales Fleisch, nicht irgendwas anderes. Nicht eine Frau, die dir nicht halal ist. Nicht ein Handel, der dir nicht halal ist. Folge nicht dem Fußstapfen vom Teufel. Er hatte viel, hat alles verloren wegen seinem Kibbir. Nafsi, nafsi. Immer seine eigene Seele, seine eigene Seele. Aber nein, arbeite. Große Ziele. Große Ziele. Sei erfolgreich und sag, ja Allah, ja Allah. Lebe so.
Und wenn du so lebst und stirbst, innal ladhina qalu rabbuna Allah, du bist gelaufen dein Leben lang. Du warst in der Schule, du hattest Lehrer, Mitschüler, etc., alles. Aber du hast nie vergessen, mein Herr ist Allah. Du warst bei der Arbeit, du hast nie vergessen, mein Herr ist Allah. Du warst in deiner Familie, in deinem Schlafzimmer, egal wo, du hast nie vergessen, mein Herr ist Allah. Du stirbst. Tatanazzalu alayhimul malaika. So kommen die Engel, tatanazzalu, viele. Allahu Akbar. Viele Engel kommen. Alla takhafu, keine Angst. Wala tahzanu, alles ist dunkel, aber nun wird für dich alles hell. Kein Kummer. Ebeshiru, frohe Botschaft. Welch frohe Botschaft? Bil jannati allati kuntum tu'adun. Dieses Paradies, das so weit ist wie die Himmel und die Erde. Was Allah dir versprochen hat im Koran, es tretet ein. Schau, dein Platz im Paradies. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Deswegen, geehrte Geschwister, lasst uns überlegen, was für Ziele wir uns vorgenommen haben. Und lasst uns schauen, ob wir in diesen Zielen Allah gerecht leben. Und wenn uns Allah gibt, ob unsere Seele immer reicher wird, so wie es im Hadith bei Bukhari und Muslim kommt. Wie es da kommt, dass wir immer reicher werden in der Seele, oder na'udhu billahi ta'ala, ob wir von denjenigen sind, die immer ärmer werden und immer mehr Allah subhanahu wa ta'ala vergessen. Möge Allah azza wa jalla uns davor bewahren. Amin.